Eine neue Saison, ein neuer Versuch. Die Wildkamera war immer noch scharf und hängt im Wald vor der Haustür, also fußläufig zu erreichen. Interessant zu sehen, wie die Tiere des Waldes sich in der Dunkelheit der Kamera nähern und sich zunächst erstmal nicht stören lassen. Der Baummarder war schon zu sehen, jetzt kommt das Schwarzwild und guckt oder schaut nach dem Rechten. Und ich bin gespannt, was sich alles noch so zeigen wird in dem Wald vor der Haustür. Irgendwas hat der Marder vor. Man muss mal drauf achten. Irgendwas greift er sich, wenn er etwas dichter zur Kamera kommt. Ich vermute mal, entweder eine Maus oder ein Maulwurf. Irgendwas holt er sich beim zweiten Versuch und geht damit dann stiften.